Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, in diesem Video zeige ich dir, wie der Cloud-Speicher des Wiener Bildungsservers funktioniert. Wähle bitte unsere Schule. Darin findest du die Klassen unserer Schule. Wähle zum Beispiel die 2a. Du siehst hier viele Links, die zu Aufgaben führen, die du jetzt in der nächsten Zeit lösen könntest. Wähle zum Beispiel den Link für Deutsch. Von mir hast du das Passwort bekommen. Tippe jetzt dieses Passwort für Deutsch bitte ein. Und bestätige es. Jetzt bist du auf dem Cloud-Speicher und siehst verschiedene Aufgaben, die du jetzt lösen könntest. Klicke zum Beispiel mit der rechten Maustaste auf Adjektive Gegenteil und lade dieses Dokument herunter. Damit du es auch wieder findest, speichere es unter Desktop, sodass du es auch wiederfindest. Schließe nun bitte den Browser wieder und suche auf dem Desktop das Arbeitsblatt Adjektive Gegenteil. Du siehst das Arbeitsblatt und du kannst jetzt bitte diese Aufgabe lösen. Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, wenn du deine Arbeit erledigt hast, kannst du mir diese Arbeit natürlich auch wieder zurückschicken. Zuerst ist es wichtig, dass du deine Arbeit speicherst und dass du dabei auch deinen Namen anhängst. Denn sonst kann ich die Arbeit keinem Schüler, keiner Schülerin zuordnen. Öffne bitte wieder die Homepage und gehe bitte wieder zu unserer Schule und zu den Klassen. Wähle zum Beispiel die 2a. Hier findest du nun einen Link, über den du mir etwas zurückschicken kannst. Klicke bitte diesen Link an. Und du siehst, wieder benötigst du ein Passwort. Auch dieses Passwort habe ich dir bereits bekannt gegeben. Bestätige bitte dieses Passwort. Und nun bist du in meinem Ordner. Und du kannst hier deine Datei für mich hochladen. Klicke bitte dazu auf Dateien auswählen. Und suche die von dir gespeicherte Datei. In diesem Fall Arbeitsblatt 1, Kali. Jetzt wird diese Datei hochgeladen. Und ich kann mir deine Arbeit jetzt ansehen. Schließe jetzt bitte den Browser.